Hallihallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und wenn bei dir es auch der Donnerstag, 21. März 2019 um 20 Uhr ist, dann herzlich willkommen hier zur YouTube-Premiere. Das heißt, erstmal ein neues Projekt startet hier auf meinem Kanal. Erkläre ich gleich noch genauer. Und zum anderen, YouTube-Premiere bedeutet, dass wir jetzt um 20 Uhr alle gemeinsam vorm Rechner sitzen, auch ich, und wir können gemeinsam chatten, schauen uns das Video gemeinsam an und ja, ihr könnt mir gerne Fragen stellen zu diesem Projekt, aber auch zu anderen Projekten, die ich auf meinem Kanal habe, und würde mich freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen können. Das Video geht ungefähr eine Stunde, holt euch was zu trinken, macht es euch gemütlich und dann erkläre ich jetzt noch schnell, was Eco ist. Bei Eco schwirrt ein Meteorit um die Welt und in 30 Tagen wird er darauf abstürzen, wenn wir ihn nicht vorher abschießen. Dazu brauchen wir natürlich allerlei Technikkram und den zu entwickeln gilt es, weil wir fangen hier an, ihr seht es im Hintergrund, mit Bäumen, mit Erde, ein bisschen Steine, ein paar Pflanzen und sonst nichts. Und daraus müssen wir ganz viel herstellen, viele Geräte, viele Maschinen, müssen viel lernen und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Viel Spaß mit dem Video, mit meiner YouTube-Premiere von Eco. So, und dann sind wir jetzt schon im Spiel. Im Hintergrund sieht man schon die Welt, wie sie uns gefällt. Und ja, aber wir müssen uns erstmal noch ein bisschen schön machen, weil die roten Haare mag ich jetzt mal gar nicht. Ja, die Haut geht schon. Die Haare ziehen wir ein bisschen runter. So. Gut, die Kleidung geht jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe immer gerne Jeans an. Darf auch gerne dunklere Jeans sein, aber die Schuhe, naja. Habe ich gern so erdfarbene Boots. So. Ja. Körper, Hautfarbe mal ein bisschen heller machen. So. Ich glaube, so kann ich zufrieden sein. Fangen wir an. Jo, und das ist nun unsere malerische Welt, in der wir jetzt gestrandet sind. Da ist die liebe gute Sonne. Und irgendwo hier oben am Himmel werden wir nachher den Meteoriten sehen. Aber als erstes müssen wir uns eine schöne Stelle suchen, wo wir uns niederlassen. Und weil wir natürlich Hunger haben, sammeln wir auch schon das erste Essen ein. Nice. Okay. Vorweg, diese Aufnahmen hier, dieses Spiel, dieses Let's Play, soll ein chilliger Tagesausklang für euch sein. Und ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt täglich hochlade oder alle zwei Tage. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade am Anfang das vielleicht gut ist, wenn man es jeden Tag hochlädt. Aber da würde ich eure Hilfe brauchen, dass ihr mir kurz irgendwie angebt in den Kommentaren oder hier oben rechts, dass ihr da anklickt, ob ihr jeden zweiten Tag eine Folge haben wollt oder jeden Tag. So, und hier haben wir noch ein paar Erdbeeren. Die sind noch nicht, nicht Erdbeeren, Tomaten. Erdbeeren gibt es, glaube ich, gar nicht mehr im Spiel. Haben wir noch Reis. So, sind dann die ersten Nahrungsmittel, die wir auf alle Fälle mitnehmen. Ja, schaut mal, hier so ein wunderschöner Dschungel. Herrlich, oder? Ich habe hier einen Rucksack. Sieht man erstmal meine Kleidung, die ich habe, und wir haben ein Starterzelt. Da ist ein kleines Lager dran und ein paar Werkzeuge, zeige ich euch gleich. Und man kann sich auch ein Grundstück hier abstecken, was wir natürlich jetzt noch nicht machen. Das müssen wir später erst von Hausskill machen, weil wir spielen ja hier allein auf dieser Welt. So, Meteoriten sehe ich noch keinen. Ich würde sagen, ich suche ein schönes Plätzchen, wo wir uns niederlassen und melde mich dann gleich wieder.
Jo, ich habe ein bisschen mich umgeschaut und habe eine relativ gute Stelle für den Anfang gefunden. Und da werden wir jetzt einfach mal unser Starterzelt hinsetzen. Hat ein bisschen gedauert, die Suche, deswegen ist schon Nacht. Aber jetzt haben wir unser Zelt. Und in dem Zelt haben wir auch Werkzeuge. Schaut's mal hier. Nehmen wir die Schaufel erstmal raus. Den Hammer lege ich dahin. Die Schaufel und die Spitzhacke, weil wir auch Steine brauchen. So. Ich würde sagen, die Tomaten lassen wir drin. Das tun wir raus. So. Ein kleines Lager haben wir auch hier. Bisschen Platz machen hier. Gut. Wir brauchen erstmal Bäume. Fangen wir mit dem hier an. Da muss man jetzt ein paar Mal draufhauen, bis die umfallen. Auf dem Feld! So. Wenn die Baumstämme gelb sind, dann heißt das, die sind auch zu groß zum Transportieren. Ob Holz oder Stein, wir können immer 20 Einheiten transportieren. Und wir können in dieser Welt auch ja, so Hügel hinauf uns erklimmen. Aber halt immer nur zwei Felder hoch. Das vielleicht so als Grundeinstieg. So, hier drinnen können wir zwei Sachen bauen, genau. Das eine ist eine Werkbank, die brauchen wir in jedem Fall. Die ist auch gleich fertig. Am Anfang muss man natürlich sehr vorsichtig sein mit seinen Ressourcen, deswegen sollte man solche Sachen hier eher liegen lassen. Kann man dann später auch noch auflesen. Oh. Können wir die Werkbank rausnehmen, das Holz wieder reinlegen. Ja, es ist wirklich ein kleines Lager. Jetzt mal die Werkbank her. Und ihr seht, hier kann man dann schon einiges mehr machen, ne? Wie schon gesagt, wir brauchen ein großes Lager. Das bauen wir uns erstmal. Und wir müssen irgendwo noch Steine sammeln. Dauert jetzt ein bisschen. Man kann in der Werkbank auch mehrere Aufträge geben. Zum Beispiel eine Kiste bräuchte ich dann gleich noch. Und dann können wir jetzt die nächsten Stämme sammeln. Ja, wie gesagt, ein paar Mal muss man draufhauen. Aber dann fällt der Baum. Es gibt hier auch Mammutbäume, da muss man, ich habe es wirklich getestet im Testspiel, über 100 Mal draufhauen. Hat aber dann Holz, glaube ich, für ja, einige Zeit. Ja, wie im Intro schon erwähnt, wir haben 30 Tage. Na, um den Meteoriten irgendwie davon abzuhalten, auf diese Welt hier zu stürzen. Ich will mal gucken, ob man den irgendwo sieht, aber der ist, glaube ich, gerade auf der anderen Hälfte. Aber der taucht schon irgendwann wieder auf. So, wo ist mein Holz jetzt hin? Ah, darunter ist der Baumstamm gefallen.
Okay. Ja, ein bisschen voll. Ja, da ist etwas ungünstig gefallen, dieser Baumstamm. Dann schauen wir mal. So, jetzt können wir ein größeres Lager hier ausbreiten. Würde ich sagen, das machen wir gleich hier. Und was wir auch machen können, ist zum Beispiel jetzt dieses Lager mit unserer Werkbank verknüpfen. Das heißt, da wird dann alles, was er produziert, in diese Werkbank, in dieses Lager schmeißen. Warte noch auf die Kiste, weil die braucht noch ein bisschen. Die braucht noch ein wenig. Die Sonne geht gleich auf, haben wir wieder mehr Licht. Haben schon wieder 20. Und hoch. Da ist der Meteorit. Schatz, wir haben noch 29 Tage, 23 Stunden und 34 Minuten. Wohl bemerkt Echtzeit, ne? Also würde ich jetzt 30 Tage, 24 Stunden lang durchspielen, wäre das Spiel danach zu Ende. Aber da weder ich so viel Zeit habe hier zu spielen, noch ihr so viel Zeit zum Angucken, machen wir das in kleineren Häppchen von 20 Minuten. Aber wenn man jetzt rechnet, ne, 30 Tage mal 24 Stunden sind 72, 720 Stunden. Wenn ich das jetzt als 20 Minuten Videos hochladen will, selbst wenn ich sie jeden Tag hochladen würde, wären dann über 2160 Folgen. Und wenn ich jeden Tag eine hochlade, 365 Tage hat ein Jahr. Ist man schnell bei circa 5,5 Jahren. Und deswegen, ne, werde ich halt nicht alles am Stück aufnehmen, sondern weil ich sage mal, am Anfang ist es vielleicht noch interessant, ne, zu sehen, wie man hier Bäume erntet. Aber ich glaube, spätestens nach dem dritten, vierten Baum wird es dann etwas langatmig. Dann kennt ihr das schon. Und das sind dann die Sequenzen, die ich dann offline spielen kann. Oder wenn ich weit laufen muss, um Pflanzen zu sammeln. Dann werde ich ja schon ein bisschen schneiden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, den Einsturz von den Meteoriten hinaufzusetzen, weil das ja alleine ein bisschen schwieriger ist. Das Spiel ist ja ausgelegt auf ja, ca. 24 bis 30 Leute. Auch von den Berufen erlernen, die man hier haben kann, zeige ich euch mal. Das sind die Berufe und dann gibt es noch Unterberufe. Gerade hier kochen, gibt es ein Campfire. Kochen, erweitertes Kochen, erweitertes Backen, Sammeln, Farming, Düngemittel, Mehl machen. Das sind alles so Sachen. So, den ersten Stern hier, ihr habt es ja gesehen, wir haben einen Stern hier unten. Das sind quasi ja, Erfahrungsstufen. Und immer wenn man was macht, sammelt man Erfahrung und auch durch das Essen, durch die Ernährung, kriegt man Erfahrung. Und irgendwann hat man halt genug zusammen, kriegt einen Stern. Und diese Sterne kann man dann zum Skillen von diesen Berufen hier machen. Allerdings, man braucht nicht nur diese Sterne, ich meine, manche Sachen kann man gleich skillen, das sind hier, wo die farbigen Bilder da sind. Bei manchen braucht man erst noch die Fähigkeit, die muss man quasi wie im echten Leben auch sich aneignen. Man muss lernen, ja? Man muss quasi die Berufe erlernen, eine Ausbildung machen. Und ihr seht zum Beispiel hier, wenn man Holzfäller werden will, kann man einen Stern setzen. Das mache ich jetzt gleich mal. Und alles, was ich jetzt mache, wird quasi hier geskillt.
Und ich werde halt immer schneller und brauche weniger Nahrung. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Ja, warum ich manchmal hier so ein bisschen hänge, das liegt an diesem Gestrüpp bzw. an diesen Ästen hier. Die verlangsamen meinen Gang. Deswegen kann man die dann aufheben oder wegmachen. So, wir haben eine Truhe. Und in die Truhe wird einmal das ganze Essen reintun, die ganzen Samen. Essen da hinten rein. Samen da drüben. Ist erstmal unerheblich, was für ein Samen, weil viele Samen sind Büsche und Bäume, die jetzt quasi keine Nahrungsmittel darstellen. Haben wir jetzt noch hier drin liegen? Ach so, das. So, was man noch machen kann. Ah, warte, gesehen. Man kann halt auch von einem Lager aufs andere zugreifen oder auf Geräte. Und durch geschicktes Kombinieren, wie man die Geräte stellt, kann man auch vieles automatisieren. Ja, wenn ich jetzt auf der Werkbank einstelle, zum Beispiel mache ich jetzt hier unten Holz. Mache meinetwegen 50 Holz, also 50 geht noch, mache 60 Holz. 60 Holz würde bedeuten, ich brauche 120 Baumstämme, habe aber nur 114. Das heißt, er braucht mehr als ich habe, das heißt, das Lager ist dann leer. Und wenn ich das Lager jetzt herstelle, kann ich dann einfach reinschmeißen, die neuen Stämme, und er nimmt sie sich automatisch für die Werkbank dann raus. So kann man gewisse Sachen automatisiert einstellen. Wir brauchen erstmal hier ein bisschen Sonne, deswegen fällen wir noch ein Bäumchen. Ah, hier. Ihr seht hier, you are too hungry to work. Das ist halt auch ein schöner Aspekt in dem Spiel. Man muss hier auf seine Ernährung achten. Und ihr seht, wenn ich hier was esse. Die Tomaten haben zum Beispiel 4 Einheiten Kohlenhydrate, Proteine 1 und Vitamine 3 und zusammen 42 Kalorien. Eine Tomate. Und guck mal unten auf die Anzeige, wenn ich die jetzt esse, wird es größer, ne? Da unten. Und wenn ich jetzt den Mais esse, der hat jetzt wieder mehr Kohlenhydrate, dafür weniger Proteine. Und wenn ich da drauf gehe, genau, und dann gibt es halt noch das hier. Brauchen wir jetzt nicht, weil das Rote sind Kohlenhydrate, das hat irgendwie jeder. Ah, hier haben wir noch ein paar Fette. So. Wenn man dieses Rechteck oder dieses Tortendiagramm in 4 gleichen Vierteln hat, kriegt man dann die optimale Menge an Ernährungspunkten. Bei mir sind es jetzt gerade 393,7. Ich glaube, optimal wären 400 jetzt am Anfang des Spiels. Liegt aber daran, weil ich noch zu wenig Fette habe. Ne? Ihr seht hier 0,2 und Vitamine ein bisschen. Die sind, glaube ich, ausgewogen, aber Kohlenhydrate habe ich zu viel. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Einfach, das muss hier ausgewogen sein. Sollte man zumindest immer versuchen. Die Bäume sind halt hier ein bisschen groß. Brauchen wir ein bisschen, bis sie abgeerntet sind. Na? Baum fällt. Gott sei Dank diesmal in die richtige Richtung. Die Werkzeuge nutzen sich natürlich auch ab. Ne? Die muss man dann immer reparieren. Doch nicht schon der ganze Baum jetzt, oder? Ja,
Glaube ich jetzt nicht. Ah, da drüben liegt er, oder? Nee. Wo ist denn der Baum hin? Hallo? Der Baum? Das war jetzt ein bisschen ein Reinfall. Man kann auch so kleine Bäume und Palmen hier abernten. Nein, ihr seht es ja. Kriegt er wieder irgendein Level up hier? Ein Locking-Holzfilm. Und so kann man klein häckseln und dann verwenden. Holen wir uns die Reste auch noch. Jedes Stück Holz wird gebraucht. Gerade jetzt am Anfang, wo Holz mit der einer der wenigen ja, Rohstoffe ist, die wir haben. Ja, wir brauchen aber auch Steine. Da gucken wir jetzt mal. Da sehe ich Steine. Kann man die schon abbauen? Ja, geht. Bin sehr verwundert, weil im Testspiel konnte ich nur Sandstein abbauen. Für das andere bräuchte ich dann eine bessere Spitzhacke. So, die Steine können wir jetzt genauso von so Lager werfen. Aber wir sollten uns jetzt auch langsam mal um das Essen kümmern. So, wie gesagt, die brauchen wir später dann mal. Ja, warum das Essen jetzt schon anbauen? Ganz einfach, weil es ewig braucht. Wenn man sagt, das Essen ist quasi jeden dritten Tag wieder zum Ernten. Ein dritter Tag bedeutet 3 Tage mal 24 Stunden, also 72 Stunden. Macht bei 20 Minuten Folgen über 200 Folgen. Also ich würde nach 200 Folgen das erste Mal was ernten. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so prickelnd für euch. Auch deswegen ein Grund, dass ich halt ja, ein bisschen offline spielen werde. Also wir brauchen noch eine Hake und eine Sense. Eine Holzhacke, mit der kann man quasi ne, den Unkraut wegjäten und zum Anpflanzen vorbereiten. Und für die Sense brauchen wir auch wieder Steine. So, Radiesel nehme ich noch mit. Rüben sind das, sorry. Rüben, so. Gut, dann schauen wir nach einem schönen Blättchen, wo die Pflanzen wachsen. Das machen wir auf unserer Karte. Sehen wir schon mal. Hier vorne sind keine Bäume, was schon mal gut ist. Und jetzt kann man hier auf Umweltdaten gehen, Pflanzen und zum Beispiel auf Rüben. Und dann sehen wir hier, je heller die Flecken, umso besser. Wenn man guckt auf der Karte, ja, so viele Flecken gibt es ja nicht. Also sind wir hier schon ganz gut bedient. Man kann sich auch noch anzeigen lassen hier in der echten Welt. Ja, da hinten geht's nicht und hier geht's. Jetzt können wir jetzt genauso nochmal, was haben wir noch? Korn, also Mais. Gleiches Gebiet. Und dann haben wir noch die Tomaten. Und die sind auch hier ganz gut anzubauen. Würde ich sagen, fangen wir hier an.
gehen weiter rüber. Machen wir uns wieder anzeigen. Okay. Na, hier am Sand ist, glaube ich, schwierig, oder? Sand kann man nicht. Sand geht nicht. Aber hier vorne können wir anbauen. Schaut's mal. Dann machen wir das doch hier. Müssen wir natürlich auch mal das Grünzeug wegräumen. Man kann ja dann alle paar Folgen, wenn es dann geerntet ist, wieder woanders hinziehen. So, wie haben wir jetzt? Tomaten 2. Radieschen haben wir schon 3. Radieschen, Beeren, Beete, Rüben. Ja. Nicht wundern, wenn wir heute ein bisschen länger machen als 20 Minuten, weil ist eine Premiere und denke ich mir, die kann man schon mal ein bisschen länger machen. Ne? So, dann müssen wir noch ein bisschen vorne rangehen. Darf jetzt wachsen und gedeihen. Hier nehmen wir noch ein paar Steine mit. Die liegen so wütend in der Natur rum. Ich denke mal, die kann man einfach so mitnehmen. Wird sich keiner beschweren. Beschweren, wie kann man es wieder hier hoch? Da. Nee. So, wir brauchen ja für das Lagerfeuer, glaube ich, 10 Steine. Und die können wir umwandeln. Die 8 erstmal. Und da haben wir noch 16, die wandeln wir auch gleich um. Übrigens, wenn ich zu leise rüberkomme, ihr dürft auch gern eure Lautstärke ein bisschen hochdrehen. Aber das Verhältnis zwischen Mikrofon und Musik im Hintergrund sollte so passen. Jetzt macht über Steine, jetzt hat er sie fertig. Die Karte schaut nochmal aus. Was können wir jetzt produzieren? Eine Reparaturbank brauchen wir. Weil wenn unsere Werkzeuge kaputt sind, müssen wir sie reparieren. Das geht nur eine Reparaturbank. Das müssen wir noch mit dem Lager verknüpfen. Und jetzt können wir uns auch ein Lagerfeuer herstellen. Da hinten sieht man immer dann die benötigten Materialien auf der rechten Seite und links ist die Bezeichnung. Wenn man dann drüber geht, bekommt man nach verschiedenen Anzeigen, was kann man da quasi da drin machen mit dem Gerät, welche Rezepte braucht man und so weiter.
So, wir brauchen wieder Holz. Natürlich im Dunkeln ein bisschen blöd. Deswegen bin ich wieder zurück, wenn es wieder heller ist. Ne? Bis gleich. Jo, inzwischen ist es Tag geworden. Wie ihr seht, die Sonne prallt am Himmel. Ich habe auch hier schon ein paar Steine geholt und habe mir schon eine Sense gemacht, die jetzt fertig sein müsste. Da liegt sie drin. Ja, und ich habe mir zwei Kisten gemacht. Kisten kann man nicht einfach so in die Welt setzen, sondern muss sie an eine Wand setzen. Deswegen habe ich hier so getan, als hätte ich hier eine Wand hingesetzt. So, und jetzt bin ich hier dabei, den Grundriss für unser Häuslein, unser erstes Häuslein hier zu setzen. Und schaut's mal, das ist ja quasi jetzt der Boden und welche schöne Aussicht man hat. Ne? Wenn man bedenkt, das obere Geschoss wird noch ein bisschen höher sein. Gigantisch. Also in so einem Haus würde ich gern wohnen wollen. Mit so einer Aussicht. Ja. Apropos Aussicht. an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr... Ja, nee, stimmt einfach hier oben ab nochmal. Ob ihr jeden Tag am liebsten das Video hier sehen wollt, also so 20 Minuten Folgen, oder nur jeden zweiten Tag. Ja, ich richte mich dann gerne nach euch. Ich habe voll Bock, auch täglich eine Folge hochzuladen. Und Material geht uns nicht aus. Wie gesagt, 4,5 Jahre könnte ich machen. Mache ich natürlich nicht. Liegt an euch, ne? Und ich bin ja jetzt genauso live am Rechner wie ihr, wenn ihr die Premiere jetzt live guckt. Und dann könnt ihr gerne mit mir chatten. Ich sitze auch eben hier. Ne? Jo. Da die Erde hier noch wegräumen. Ja, es wird so langsam wieder abendlich. Nehmen wir jetzt einfach mal unsere Sense. Und dann können wir das hier schön wegmachen. Wie eingangs erwähnt im Intro, das Spiel basiert auch auf ökologischem Hintergrund, ökonomischem Hintergrund. Man muss hier wirklich die Ressourcen haushalten und diese Pflanzenfasern, die wir hier produzieren, die brauchen wir genauso. Ihr seht es unten, ne? Links unten, da seht ihr, immer wenn ich was mache, geht natürlich mein Essen nach unten. Braucht ihr alles Kalorien? So, wir machen das schön sauber. Und ihr seht natürlich, wir kriegen sehr wenig Pflanzenfasern hier. 3 oder 4 Stück. Wenn wir hochgeskillt sind, kriegt man dann immer 12. Und ihr seht es auch, wenn man die nicht ganz abrasiert, ne, so halt bloß. Ja gut, das war ganz weg. Aber wenn man das jetzt einmal abrasiert, dann bleibt der Rest stehen und das wächst wieder nach. Wenn man natürlich das so macht, dann ist es ganz weg und wächst nicht wieder nach. Aber das macht nichts, weil das soll ja unser Haus werden. Und da wollen wir ja nicht, dass Unkraut drin nachwächst, ne? Aber ihr seht schon hier, die Sense ist gleich wieder runter, genauso unsere Axt. Ja. You are too hungry to work.
Das heißt, wir müssen auch mal wieder was essen. Warte mal, wir haben doch das Lagerfeuer. Jetzt machen wir uns auch mal was Leckeres zu essen. Nimm das Lagerfeuer. Ich glaube, das können wir hier herstellen, oder? Da tut es erstmal niemandem weh. So, dann machen wir die Verknüpfung auf die eine Truhe, aber nur auf die eine Truhe. Oder dann nochmal auf die zweite Truhe. Nein, die eine. Den Samen dann nochmal runter. So, da haben wir jetzt quasi hier oben das rohe Essen drin. Wenn man jetzt auf Herstellung geht, können wir zum Beispiel, ihr seht hier Tomaten. Kann ich die Tomaten jetzt kochen lassen, aber ich brauche noch was. Und zwar brauche ich Holz. Feuerholz fürs Lagerfeuer, logisch, ne? Und jetzt kann ich hier die 10 Stück starten. Es dauert natürlich lang, ne? Deswegen wandeln wir gleich mal alles um. Was haben wir noch Schönes? Da kann man alles dann hier verwenden. Gut. Bevor wir aber jetzt ewig warten, essen wir jetzt einfach mal 2 Reis, glaube ich. Das geht, oder? Genau. Noch ein Lagerfeuer brauche ich doch gar nicht. Tu mal wieder zurück. So, wir setzen dann gleich noch eine Fackel hin. Jetzt sagen hier die Mitte am besten. Braucht natürlich auch Fackel. Da kann man es anschalten und ausschalten, braucht man aktuell noch nicht. Aber wir machen gleich noch ein paar Fackeln. So, wieder Lagerplatz einstellen. Machen wir halt nur 3 Fackeln. So. Ich glaube, ich kann was anmachen. Die Sense müssen wir reparieren. Ah! Jetzt merke ich, was wir noch nicht gemacht haben. Eine Reparaturbank brauchen wir noch. Und dazu brauchen wir wieder Steine. Steine kriegt man, glaube ich, hier drüben. Tipp, wo haben wir es? Reparaturstation. Brauchen wir jetzt noch 2. Machen wir die 2 und die Fackeln sind nicht ganz so wichtig, also kann ich das vorziehen. Ich kann nämlich die Aufträge untereinander tauschen. So, ich habe die 2 Steine gemacht. Jetzt können wir die Reparaturbank. Ach, er braucht 10 Steine. Okay, sorry. Auch kein Problem. 1, 2. Dann machen wir die 10 auch gleich noch. Ziehen wir das nach hinten. Sieben, acht, neun. So. Hier schauen wir nach unserem Essen, wie es da ausschaut. Haben wir schon eine fertig? Jo, eine ist schon fertig. Die genießen wir auch gleich mal. Hm. Ja, und das seht ihr halt, ne? Wenn ich das roh esse, habe ich 90 Punkte gekriegt, 90 Kalorien. Und mit. Oder können wir nochmal schauen? Ja, ich habe sie alle umgewandelt. Aber es gab auf alle Fälle einiges weniger.
So, das legt mal da rein. Noch 5 Sekunden. Ich sehe gerade, ich hatte schon eine gemacht. Super. Ich würde sagen, die stellen wir hier irgendwo hin. Und davor füllen wir einfach noch auf. Aber erstmal müssen wir hier reparieren. Das heißt, wir legen einfach den Gegenstand, den wir reparieren wollen, rein. Verknüpfen das mit einem Lager, wo natürlich die Materialien liegen, die wir brauchen. Und gehen dann auf Repair. So. Jetzt können wir hier schön weitermachen. Ja, ich weiß, es dauert jetzt einen Moment, aber dann haben wir es gleich sauber. Wir können da gleich mit Bauen loslegen. So, hier noch. Ja, am Anfang nutzen sich natürlich die Geräte sehr schnell ab. Wir können dann später auch Eisenwerkzeuge und Stahlwerkzeuge bauen. Die halten natürlich um einiges länger. Und natürlich, wenn unsere Skills besser werden, dann verbrauchen sich die Geräte auch nicht so schnell, weil wir sie besser nutzen können. So. Die Ecke wollte ich hier noch wegbauen und ich wollte hier hinten noch aufschütten. Später kann man dann auch kleine Wagen sich bauen. Da kriegt man einiges rein. Da kann man dann 30, 40 Erde reintun zum Transportieren. Mit der Schaufel hat man halt nur die Möglichkeit, eins zu nehmen. Es geht natürlich auch, das könnte ich auch machen, ein kleines Lager, dass man alles in das Lager legt. Und dann kann man 10 Schaufeln auf einmal rausnehmen. Also nicht 10 Schaufeln, sondern ihr wisst schon, 10 Einheiten auf der Schaufel transportieren. Ich stelle mir das dann lustig vor, ne, wenn hier auf der Schaufel dann ein Haufen von 10 Schaufelinhalten ist. Naja. Und die 4 Mal, die laufen wir jetzt noch schnell. Zweimal noch. Hinten habe ich gerade den Meteor gesehen. Eine gute Stunde spielen wir schon. Die fehlt uns natürlich schon an der Zeit. Aber wir haben ja schon was geschaffen. Ne? So, die Sachen wieder da rein. Und wir haben es gerade gesehen, im Lager ist schon was fertig. Nehmen wir uns das einfach mal. Nehmen wir unseren Hammer und dann können wir quasi schon die ersten Wände setzen. Rechnen wir mal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, machen wir ein bisschen vor.
Und ihr seht jetzt, mit unserem Lagerholz kommen wir nicht allzu weit. Ne? Wir können auch ein paar machen. Wir müssen aber aufpassen, dass wir immer ein paar Baumstämme da haben, weil zum Reparieren von Werkzeugen brauchen wir Baumstämme. Aber ich weiß ja, wo wir noch Holz herkriegen, gell? Hinten lag ja noch was. Da. So. So, da lag jetzt noch irgendwo ein Stück. Da tun wir uns noch. Genau. Und hier drüben lag noch ein großer. Na, wo ist denn hin? Ist er nur tagsüber da? Ich habe vorhin hier noch. Ah, da liegt er. Da liegt er. Dann holen wir uns den Rest auch noch. Na komm, hüpf. Hüpf, 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 hüpf. So, später können wir dann wirklich ganz viele Fackeln machen oder auch ja, Beleuchtung halt. Die dann mit Kohle betrieben wird und dann auch mit Öl, Öllampen später. Also ganz, ganz viele tolle Sachen warten hier auf uns. Und es liegt, wie gesagt, an euch, wie schnell, wie viele Folgen hochgeladen werden. Ob ihr lieber alle 2 Tage nur eine Folge haben wollt oder jeden Tag. Ich persönlich hätte richtig Bock, am Anfang jetzt jeden Tag eine Folge hochzuladen, dass wir auch ein Stück vorankommen. Aber es bringt auch nichts, wenn ihr die nicht die Zeit habt, die anzugucken. Ne? Ah, ich bin wieder zu hungry to work. Dann holen wir uns wieder 2 Tomaten. Die legt man da rein. Dann schon die 3. Das kommt da rein und der Samen kommt da rein. So. Jetzt schaut mal unten links auf unsere Energieanzeige. Ja, also geht relativ schnell hoch. Und je mehr Essen wir machen, umso nahrhafter es ist, umso mehr Punkte kriegen wir. So, wir haben schon wieder einen Skillpunkt. Und da würde ich sagen, hier können wir auswählen. Werkzeugeffizienz verringert die Kalorienkosten bei der Benutzung verbundener Werkzeuge oder erhöht den Rang verbundener Werkzeuge. Das darf man nehmen. Und hier haben wir, ach so, weit sind wir noch nicht, okay. Dann nehmen wir jetzt die Holzbearbeitung. Auch immer ganz wichtig. Ne, weil Holz- und Steinbearbeitung ist ja quasi, macht hier das Grundwissen aus. Und deswegen sollten wir das zuerst skillen. Mehr, viel mehr können wir auch gar nicht machen am Anfang. So, wird auf den Hammer gehen. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Könnt ihr hier einen Ausgang machen oder so? Sehen wir dann. So, und dann machen wir eine kleine gemütliche Hütte. Das muss aber weg hier.
Die noch schön reinsortieren. So, dann lassen wir jetzt noch ein bisschen Holz machen. Da wird langsam wieder hell. Dann können wir unsere Lampe ausmachen, weil die brennt nur eine gewisse Zeit. Wenn man hier guckt, ne? Power. Ich weiß gar nicht, wie lange die noch brennt. Ich glaube, eine halbe Stunde brennt so eine Fackel. Gut, und wir machen uns noch ein paar Bäume um. Wie gesagt, Holz ist hier ganz wichtig. Ah. Da reparieren wir aber erstmal unsere Axt. Nicht hier. Sondern hier. Ah, wir brauchen Steine. Dann holen wir uns noch ein paar. So. Umwandeln wieder. So, und die Steine brauchen wir früher. Was reparieren. Wo man noch so einen schönen, großen, stattlichen Baum. Ja, keine Sorge, uns kann nichts passieren. Das ist ja eine gute Sache im Spiel, man kann sich nicht selber verletzen. Egal was man macht, ob von der hohen Klippe springen oder vom Baum erschlagen werden. Nein, wir sind unkaputtbar. Jo. Na, komm. Aufsammeln schön. So, lass mal noch ein paar Baumstämme umwandeln. So, man kann die Zahl noch direkt eingeben. So, mit Blick auf die Uhr muss ich sagen, eine Stunde wollte ich ungefähr machen. Da sind wir jetzt gut dabei. Das heißt, wir nähern uns dem Ende. Ich werde bis zur nächsten Folge
wann auch immer ihr die sehen wollt, ne? Wie gesagt, nochmal hier oben rechts abstimmen, ob alle 2 Tage oder jeden Tag. Bis zur nächsten Folge die Hütte hier fertig bauen. Weil ich glaube, das ist nicht ganz so interessant, wenn ich hier Bäume fäll und Holz mache. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Also sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und mit diesem schönen Ausblick verabschiede ich mich von euch. Es würde mich super freuen, wenn euch das gefällt und ihr mir das zeigt mit einem Däumchen nach oben. Und natürlich weiterhin gerne auch Kommentare. Wer jetzt noch nicht mit mir gechattet hat, kann auch gerne einen Kommentar unter dem Video da lassen. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Blacksat. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.